Ich bin Single. Bist du da draußen auch Single? Dann schreib jetzt einen Kommentar mit Ich bin Single oder schreib jetzt in den Twitch-Chat Ich bin Single. Denn dieses Video ist für die Nicht-Vergebenen oder für die Vergebenen, die nicht mehr vergeben sein wollen. Und zwar, falls ihr da draußen unsichtbar seid für Frauen, ja? Falls ihr den Harry Potter Tarnumhang aufhabt und durch die Gegend schwirrt und die Frauen euch einfach nicht wahrnehmen, dann ist dieses Video richtig für euch. Lasst ein Abo und ein Like, da würde mich unfassbar freuen. Zweiter Link in der Beschreibung, da kommt ihr auf Twitch. Da könnt ihr mit diesen ganzen Menschen live im Stream kommunizieren. Das ist doch eine ganz große Sache. Wir starten rein. Let's go. So wie ich früher auch, bist du unsichtbar für Frauen. Frauen beachten sich nicht, sie sehen dich nicht, bekommst keine Aufmerksamkeit, keine Blicke von ihnen. Und selbst im Gespräch, wenn du mit ihnen redest, bekommst du nicht die nötige Anziehung oder sie stehen nicht auf dich. Egal, was du versuchst. Auch wenn du es mit Red Pill oder sowas probierst, bekommst du nicht die Ergebnisse. Frauen beachten dich nicht, wirst du ihnen nicht wahrgenommen. Die gute Sache ist, dass es nämlich auf zwei wesentliche Sachen ankommt und man beide mehr oder weniger verändern kann. Eine Sache mehr, eine andere Sache ein bisschen weniger. Okay. Aber Peace an die Blackbill-Community, die sagen, Aussehen und Größe ist alles. Bevor du jetzt sagst, ey, du Pisser, was willst du mir erzählen, du weißt doch selber nicht besser. Okay, Bro, kannst du gerne denken, kannst du gerne unten reinschreiben. Aber im Endeffekt kommt es auf Ergebnisse im echten Leben an, also wie du im echten Leben Frauen auf dich reagierst. Ja, dann sag doch jetzt mal deinen Bodycount. Ich vertraue nur Dating-Coaches mit mindestens einem dreistelligen Bodycount. Alles andere ist mir scheißegal. Also, Zahlen auf den Tisch. Wie glücklich du mit deinem Beziehungsstatus bist, was du da auf den Tisch bringst. Und da kann ich echt sagen, habe ich einen riesen Fortschritt gemacht, das bei mir jetzt ziemlich gut ist. Ich habe angefangen, wahrscheinlich wie du, schüchtern und nicht selbstbewusst, noch weniger attraktiv als jetzt. Habe es, glaube ich, mittlerweile zu einem ziemlich guten Level hochgearbeitet. Auch wenn ich nicht perfekt stark bin, richtig eins holt. Er sieht aus wie Daniel Prosko. In 2 Jahre älter. Das sind Tipps, die ich dir mitgeben kann. Kein Gelaber von irgendjemandem, der da keine Ahnung von hat und sowieso einfach krass aussieht. Sondern wenn du vielleicht nicht der Hübscheste bist, du dich selber hocharbeiten kannst. Ja, dann ist das richtige Video für mich. Für mich. Die erste Sache, Aussehen bzw. Auftreten. Okay, Chat. Ist mein Aussehen und mein Auftreten, meine Ausstrahlung gut genug für Frauen? Ich würde sagen, nein. Wie kann ich das verbessern? Natürlich kommt was dran. Aussehen ist natürlich ziemlich wichtig. Der erste Eindruck. Nicht nur Aussehen, sondern genau, generell das Auftreten. Ja, wenn ich eine Frau sieht, wenn du in den Raum kommst, wie du aussiehst. Ob du, keine Ahnung, relativ, sagen wir, hässlich bist, so eine Brille. Der Arme, hä? Gebeugt Kopf, gebeugte Haltung, quasi so eine Haltung hast. Ja, komm, das ist was anderes, als wenn du mit offener Haltung offen reingehst. Und ich will jetzt gar nichts vormachen, unter manchen Umständen, zum Beispiel im Club, ist Aussehen 90%. Ja? Du kannst noch so viel Game haben, du kannst noch so viel, weiß nicht was haben. Wenn du nicht gut für welche Frauen aussiehst oder attraktiv aussiehst, dann läuft im Club wenig, weil das ist ziemlich, ziemlich oberflächlich da. Aber auch generell in jedem Lebensumfeld, du bekommst mehr Blicke, wenn du besser aussiehst, du bekommst weniger Blicke, wenn du hässlich aussiehst. Okay, was kannst du da machen? An Größe und deinem Gesicht kannst du ziemlich wenig machen. Okay. Schön als OP. Mache ich nächsten Monat. Okay, konzentrieren wir uns darauf, was kannst du machen? Wichtige zum Beispiel sind Körper, den kannst du durchs Gym verbessern. Style, den kannst du verbessern, indem du dich ein bisschen damit informierst, ein bisschen Puzzle. Ich liebe den Tipp, informier dich. Das ist schon wieder ein geiles Video. Ich meine, das ist klar, du verbesserst dein Aussehen, indem du Sport machst. Logisch. Und du verbesserst dein Aussehen, indem du deinen Style verbesserst. Wie verbesserst du den Style? Informier dich und geh ins Gym. Digga, da wäre ich niemals selbst drauf gekommen. Geil. Vorbilder nimmst, einfach neue Sachen kaufst, nicht immer die Sachen, die Mama dir kaufst, anziehst. Danke. Ja. Generell Ausstrahlung, dass du ein Lächeln hast, dass du vielleicht selbstbewusst auftrittst, Haltung, dass du gerade stehst. Einfach Charisma, Selbstbewusstsein, Ausstrahlung, diese ganzen Sachen, die du durch zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und gezielte, sag ich mal, Trainings, gezielte Verbesserungen dahin einfach ausstrahlen kannst. Aber wie? Weißt du, das ist ja das Problem. Und eine Sache, zum Beispiel auch Gesellschaft, mit wem du unterwegs bist. Ja? Du kannst der coolste Typ auf der Welt sein, wenn deine Gesellschaft, die Leute, mit denen du unterwegs bist, Opfer sind, dann wirst du selber schlechter wahrgenommen. Ja? Aber wird man dann nicht besser wahrgenommen? Guck mal, wenn ich jetzt mit meinen Freunden unterwegs bin und meine Freunde sind unterdurchschnittlich attraktiv, also wirklich, die meisten würden sagen, die sind hässlich und ich sehe aus wie ein Model, was ich ja tue. Würdet ihr sagen, mich zieht es dann runter, weil die sehen, okay, der chillt mit Losern, oder würde ich noch besser aussehen im Vergleich zu meinen Freunden neben mir? Was von beiden ist jetzt der Fall, weißt du? Ja. Aber
Weil dann sagt ja die Frau, okay, ich habe den mit Abstand attraktivsten der Freundesgruppe, so Aber mäßig. im Gegenteil, wenn du coole Leute um dich herum hast, die selber, keine Ahnung, gut aussehen, breit sind, offen sind, lächeln, mit jedem quatschen und du vielleicht ein bisschen zurückhängst, dann fällt das gar nicht auf. Deine Ausstrahlung für andere Leute, wie die dich wahrnehmen, verbessert sich, wenn du mit coolen Leuten unterwegs bist. Weil ich will dich auch nicht anlügen, Aussehen entscheidet, ob eine Frau überhaupt offen für dich ist. Du musst jetzt nicht der Hübscheste sein, du musst jetzt nicht aussehen wie ein Hollywood-Model, wie Brad Pitt oder sowas, aber dass eine Frau dich überhaupt in, sag ich mal, weitem Sinne attraktiv finden kann, das ist die Grundlage. Also guck mal, wenn eine Frau okay aussieht, aber einen tollen Charakter hat, so, dann sagst du auch, okay, das ist mir vielleicht wichtiger. Aber wenn eine Frau einfach aussieht wie Chöp, dann kann sie den besten Charakter haben der Welt, du wirst sie nie attraktiv finden. Verstehst du, was ich meine? Also Ja. Grundattraktivität muss natürlich da sein. Okay, also werde ich grundattraktiv. Wie ich das genau mache, mit ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und neuem Style und im Gym, okay. Kannst du Notiert. diesen Schritten aufbauen. Und dann der zweite Punkt, alle Sachen in der Interaktion. Okay? Also da. Also, nimmst du nicht übel, aber alle Coaches sind gleich. Die alle sagen die gleichen Sachen. Es ist unfassbar. Aber okay, es funktioniert ja anscheinend. Also, wenn es Leuten hilft, ist ja fein, ne? Was, wie viel Blick du von außen bekommst, kannst du jetzt nicht unbedingt. Ich frage mich nur, welche Menschen dann da nach Videos suchen, warum es bei Frauen nicht läuft und dann sehen, okay, du musst deinen Style verbessern, okay, du musst dich informieren, wie du einen besseren Style findest und dann denken, ah, stimmt, jetzt muss ich meinen Style ändern, wäre ich ja nicht selber drauf gekommen. Wisst ihr, oder Leute, die extrem dünn oder dick sind, dass sie dann denken, okay, vielleicht liegt es an meinem Körper, vielleicht muss ich ihn verbessern, okay, ich gehe jetzt Gym. Wisst ihr? Also, das macht gar keinen Sinn. Direkt beeinflussen, aber in einer Interaktion kannst du ja viel mehr beeinflussen. Ja, bis hast du einen näheren Draht, Tobi, herzlich bekommst willkommen. sofort Feedback. Und da kommt es besonders darauf an, was du sagst und noch viel wichtiger, wie du es sagst. Okay, ich sag jetzt hier was. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Stream gesagt habe, aber ich bin ein schüchterner Typ, was Frauen angeht, okay? Bin ich jetzt ehrlich? Ich habe letzte Woche, diese Woche habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben eine Frau angesprochen. Das allererste Mal in meinem ganzen Leben habe ich eine Frau im echten Leben angesprochen. Ich bin zu ihr hingegangen und habe sie angesprochen. Okay, die Story war ein bisschen anders, aber ich bin trotzdem hingegangen und habe sie angesprochen. Könnt ihr mich feiern? Ich brauche Props, ich brauche Liebe, ich brauche ganz großen Support von euch an der Stelle. Danke. Weil ich kann dir mal hier, Digga, diese Beispiele nennen. Vielleicht bist du selber oder du kennst ein paar deiner Kollegen, die genauso sind. Wenn die mit dir sind, die sind richtig lustige Typen, sind locker drauf, machen Witze, sind einfach Lachkick. Und sobald die bei Frauen sind, werden die so richtig ernst, werden die so schüchtern, bringen Danke, keine Sprüche mehr, Chat. werden einfach nur so richtig steif und strahlen natürlich nichts aus. Ja, wenn die für dich sonst lustig sind, sind sie da einfach wie so ein Unbeteiligter. Die reden mit Frauen, als würden die interviewen. Machen keine Witze oder Späße mehr, sondern einfach nur. Wie viele Geschwister hast du? Also ich habe hier nochmal zwei Tipps für dich. Erstens, sei ein Mann. Ja? Hab eine Alter, das werde ich direkt umsetzen. eigene Persönlichkeit, hab deine eigenen Hobbys, hab deine Oh, sorry. eigenen Meinungen. Viele Typen machen den Fehler, wenn sie mit einer Frau reden, dass sie sich komplett verstellen. Sie haben keine Ahnung, komische oder andere Meinung über Wokeness, über dieses ganze LGBTQ-Ding. Okay. Aber wenn die mit einer Frau reden, sind die auf einmal der größte Feminist, okay? Also wenn du sonst so bist, dann sei auch so von einer Frau. Aber wenn du keine Ahnung sagst, du findest. Ja, wenn du ein Antifeminist bist, dann solltest du es der Frau auch sagen. Dann wird sie dich bestimmt danach immer noch Du wirst mögen. die Gesellschaft manchmal komisch, du findest es komisch, wenn Leute sagen, es gibt 15.000 Geschlechter. Dann sag das auch bei einer Frau. Auch wenn du denkst, okay, die mögen dich dann weniger, weil du eine andere Meinung hast. Ich garantiere dir, auch wenn die eine ganz andere Meinung haben. Ich gebe euch mal einen ganz anderen Rat. Redet nicht in den ersten Dates über Feminismus, Bruder. Also, kommt darauf an, kann man schon machen, aber es wäre jetzt nicht das erste Thema. Ich würde erstmal sagen, man joke rum. Das meine ich, mache immer das. Ich joke immer mit Frauen am Anfang. Also, es ist wirklich auf so einer Metaebene. So, ich baue mit denen so ein paar Inside-Stories und Jokes, einfach weil es es ja gibt, weil es lustig ist. Ich liebe das. Und irgendwann kommt man dann so ein bisschen in die tieferen Gespräche. Aber Bro, redet doch nicht über Feminismus und 15.000 Geschlechter. Das ist doch, würde mich übel abfacken, direkt mit so einem Kackthema zu starten. Die werden dich dafür mehr respektieren und mehr attraktiver finden, wenn du deine eigene Meinung hast, dafür einstehst, ja, und die rüberbringst, anstatt dich einfach nur anzupassen. Auch wenn die sagen, dass dir nicht gefällt. Hallo, bist du Feministin? Stell dir vor, du gehst einfach zu einer Frau und sagst:
Hallo, ich denke, es gibt keine 15.000 Geschlechter. Bist du eigentlich Feministin? Es ist ungefähr so gut, als wie du hingehst und sagst, Dings, bist du Jungfrau? Kommt auch krass. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, in der ersten Woche, wir waren immer unterwegs mit, keine Ahnung, fünf, sechs Weibern. Und ich habe immer die übelsten Takes rausgehauen. Weibern, Wirklich immer so ja. Steinzeitansicht. Weibsstücke. Also übertriebener als eigentlich. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Wir saßen da bei Burger King oder so und ich habe rausgehauen, ey, Veganer, ey, die haben keine Eier, das sind die übelsten Weicheier. Ich würde jeden Veganer eins gegen eins fetzen. Also einfach übertriebene Scheiße. Und auch wenn ich es nicht mal ernst gemeint habe, aber die Leute gedacht haben, ich meine es ernst und offensichtlich eine andere Meinung hatten, fanden die es attraktiv. Auch bei anderen ernst. Hier im Designer, ne? Also ich, an der Stelle würde ich richtig empfehlen, die Tipps nicht zu befolgen, die gerade kamen. Andere Themen. Also wenn ich die Person gewesen wäre, wenn es eine Frau gesagt hätte, dann fände ich sie einfach weird und nicht Habe attraktiv. ich einfach meine Meinung gesagt. Okay, ich habe nichts konkret gegen irgendwelche LGBTQ-Leute. Wenn die wollen, können die es ja machen. Das ist ja super großzügig von ihm. Danke, Bro. Ich sage im Namen aller LGBTQ-Mitglieder vielen Dank, dass du diese Menschen leben lässt. Clap Aber ich finde es einfach. nicht gut, dass so konkret den zum Beispiel Kindern so präsentiert wird, dass in unserer Okay. Gesellschaft als Digga, wo geht das Video hin auf einmal? das Tollste der Welt gefeiert wird. Das finde ich nicht gut. Und das habe ich auch Ja, okay, alles klar. Danke dir. konkret ausgedrückt. Natürlich hatten die meisten Mädels eine andere Ansicht, haben gesagt, ey, wie kannst du das nur sagen? Ich bin voll für alles Mögliche. Am Ende habe ich nicht in meinem eigenen Bett gepennt. Also, dann die zweite Sache. Okay. Sache, die ich eben schon angesprochen habe, die die meisten Männer machen. Sobald die mit einer Frau reden, kommen die in den Interviewmodus. Egal, welche Fragen sie stellen oder gestellt bekommen, sie antworten immer konkret drauf. Wie viele Geschwister hast du? Ja, ich habe zwei Geschwister. Was studierst du? Ja, ich studiere BWL. Bro, wie soll denn eine Frau dich attraktiv finden oder davon angezogen werden? Ich sag dir mal ganz ehrlich, von Fragen, die mir irgendeine, sag ich mal, hübsche Frau, die ich neu kennengelernt habe, stellen. Von den Fragen, die sie mir stellt. Ich beantworte, glaube ich, 90% nicht ernst. Auf 10% bekommen sie wirklich eine konkrete, klare Antwort. Keine Ahnung, unhübsche Das mache ich aber auch so, zumindest am Anfang. Frau fragt mich, ey, was. Man muss ein bisschen so den Zwiespalt finden. Manchmal mache ich es auch so, dass ich erst eine Joke-Antwort gebe und dann so noch hinterher so die ernste Antwort bringe. Was studierst du eigentlich? So dann so, nee, aber for real. Was mache ich, sage ich, nee, ich studiere BWL. Was denkst du denn? Ich studiere Genderwissenschaften. Haha, das ist so lustig, so ein unnötiger Studiengang. Ja, könntest das studieren. Oder ich zähle einfach die wildesten Stories, ist so eine einfache Frage. Ey, ja, wo warst du denn auf der Schule? Ey, ja, ich war tatsächlich erst mit Auf der 15, Baumschule. 15,5 Jahren auf einer öffentlichen Schule. Davor war ich in Bosnien und bei uns ist es so, dass wir quasi mit 3 Jahren in den Wald abgesetzt werden und überleben müssen erst mit so 14, 15, Irgendwie glaube ich ihm das. wenn wir einen Bären erlegt haben, wieder zurückkommen dürfen. Echt? Ist das so? Krass. Ich würde das glauben, so von seiner. Nein, ich habe schon wieder den Kamera-Akku vergessen aufzuladen. Nein! Scheiße! Verflixt und zugenäht, ey. Ja, dann machen wir jetzt eine Reaction ohne Bild weiter. Aber erzähl nicht. Ja klar, meinen ersten Lux habe ich mit 6 Jahren erlegt und habe dann mir das Fels so drumherum gebunden wie so ein Krieger. Also das fand ich ziemlich cool damals. Und ich bitte glaub mir, probier es mal selber aus. Du sagst, okay, wer fällt denn drauf ein? Wer lässt schon was auflabern? 90% der Mädels glauben nicht so eine Scheiße. Du kannst dir alles erzählen, wirklich. Unheimlich gern. Also alle Frauen sind einfach lost und dumm oder was? Also ich weiß nicht, was für Frauen er kommuniziert. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen sapiosexuell. Das heißt, ich muss sagen, ich stehe nur auf wirklich krank intelligente Frauen. Oder halt Frauen wirklich, die emotional oder einfach so oder beides am besten sehr intelligent sind. Und also, Bruder, also, wenn ich dir erzählen würde, ich wäre mit drei im Wald ausgesetzt worden, die würden denken, ich bin auf den Kopf gefallen. Gerne Gedichte schreiben. Ja. Ja, ich male auch gerne, also gerade Landschaften und so. Echt? Würde ich gerne mal was sehen. Muss ich mal zeigen. Ich habe letztens so ein Stück von so einem Wald gezeichnet. Ja. Also, Alter, wie liegt der denn da war so bitte? schön, ich habe geweint danach.
Da haben wir was Gemeinsames. Du verarschst mich. Aber ihr könnt sich, glaube ich, alles sagen. Ich könnte sagen, ich spiele eine Fäkalie. Ist das dieser Rapper? Die manchmal einfach weil Spaß macht, die würde sagen, boah, geil. Okay, wenn du denkst, es ist übertrieben, dann fang erstmal locker an. Bitte kopier nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Kannst dich davon inspirieren lassen. Aber mach's in deinem eigenen Stil, mach's locker, mach's einfach lustig. Beantworte Fragen bitte nicht einfach, ja, ich studiere das, ja, ich habe so viel Geschwister, ja, ich bin so und so viel alt. Ja, das ist aber ein guter Tipp, muss man sagen. Am besten sind Gegenfragen, ja, was denkst du denn, was schätzt du denn, wie schätzt du mich denn ein? Oder das ist jetzt einfach irgendeine Scheiße, so. Ja, ich habe wir werden angefangen, weil ich Wolf of Wall Street gesehen habe und so was, keine Ahnung. Okay. Also, ich hoffe, du hast verstanden, worauf es ankommt, um Attraktivität einmal... Ja, bei Gespräch am Laufen halten ist ein krasses Ding, ne? So kurze Antworten, das ist es nicht. Immer mindestens in jeder Antwort eine Frage einbauen. Bei mir, wenn ich einer Frau zum Beispiel auf einer Dating-App antworte, sind es oft 5, 6, 7, 8 Nachrichten, die ich schicke, um das Gespräch quasi zu boosten, ja? Die Gesprächsthemen vervielfältigen. Das kommt aber ganz normal. Ich denke mir jetzt nicht, okay, ich muss das Gespräch vervielfältigen, sondern es kommt ganz normal, wenn du einfach kreativ bist und viel schreiben willst. Beim ersten Eindruck, um beim Gespräch aufzubauen. Und wenn das Video geholfen hat, gib Feedback in den Kommentaren, gib dem Video ein Like und ein Abo. Das würde mir sehr helfen. Und schreib deine Meinung unten rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Bro. Die Zahlen zur aktuellen Kriminalstatistik wurden... Ja, das freut mich doch, dass die Zahlen da veröffentlicht wurden. Aber ihr könnt jetzt erstmal sofort ein Like und ein Abo dalassen. Das wär doch voll toll, oder? Ich würde das feiern. Abonnieren, liken. Schaut bei dem lieben... Wer ist der Mann? Du kennst diese Lebens... Manu Self-Improvement vorbei. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr? Hat er recht? Hat er Unrecht? Spinnt er? Spinnt er nicht? Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!